So, hallo ihr Lieben, da sind wir mal wieder mit einer Aufnahme von Disney Stream Night Valley. Zuallererst, bonjour Remy. Ja, ich habe da hinten Dinge getan. Hier, bon appétit ist vollständig. Wow, das Jeremy sieht schon viel besser aus, Erenia. Gut gemacht. Aber denk daran, wenn du eine Kochherausforderung suchst oder du das Dorf mit ein paar Möbeln noch schöner machen möchtest, komm einfach jeden Tag zu mir und rede mit mir. Ach, das klappt doch noch. Okay. Okay, dann gibt's also doch noch Herausforderungen. Sehr nice. Ich habe mich schon gefragt, woher ich denn das ganze Stahl bekommen soll. Weil ich habe hier zwei wunderschöne Stühle und einen Tischchen gebaut. Ja, und wir haben jetzt natürlich ein neues Update bekommen, also den letzten Akt des der Jafar-Geschichte und wir gehen einfach mal in mein unordentliche, in meine, auf meine unordentliche Insel der Ewigkeit. Und ach, da ist ja schon der Mann der Stunde. Hi Merlin! Erenya, wir müssen Jafars Einfluss auf den Funken der Vorstellungskraft stoppen. Die Farbe verschwindet langsam aus allen und die mysteriösen Risse auf der Insel sind ein sehr schlechtes Omen. Wirklich? Das ist mir ja gar nicht aufgefallen. Wie können wir ihn aufhalten? Das ist in der Tat die Frage, nicht wahr? Wir sollten damit beginnen, die seltsamen Phänomene zu untersuchen, die auf der Insel passieren. Ist dir irgendetwas Merkwürdiges an Mickey aufgefallen? Ja. Er scheint schwarz-weiß zu flackern. Ganz genau. Es scheint, als wäre Mickey zwischen der Gegenwart und der Vergangenheit gefangen. Wir müssen mit Mickey reden und dieses Phänomen sofort untersuchen. Oh, das wollte ich jetzt nicht. Moment, Aufgabe, mysteriöser Mickey. Sprich mit Mickey. Wo ist Mickey? Ist Mickey vielleicht hier? Ja, ist er. Also sie haben wieder viel geupdatet, viel gemacht. Boah, Alter, habe ich die Musik laut. Sie haben viel geupdatet, viel gemacht. Unter anderem ist jetzt das Surfen nicht mehr auf B wie vorher, sondern auf LB, was ich sehr interessant finde. Oh, hallo. Ich fürchte, mir geht's nicht so gut. Mickey, du bist schwarz-weiß. Ja, das war eine echte Überraschung, als ich in den Spiegel geschaut habe. Es muss doch eine Möglichkeit geben, das in Ordnung zu bringen. Wie hat das alles angefangen? Es war wirklich seltsam. Ich bin plötzlich so aufgewacht. Aber das ist nicht alles. Wenn ich flackere, bin nicht nur ich es, der flackert. Es ist die ganze Insel. Es ist, als ob ich eine andere Welt sehe. Und ich glaube, so langsam zieht es mich in sie hinein. Merlin glaubt, dass du zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart gefangen bist. Ich denke, das ergibt Sinn. Aber das muss bedeuten, dass die andere Welt, die du siehst, könnte es die Vergangenheit sein oder irgendwo zwischen dem Jetzt und der Vergangenheit? Gute Frage. Meinst du, dass du das alles hinbekommst, bevor ich für immer in dieser schwarz-weißen Welt festsitze? Ja. Kehre zu Merlin zurück. Wo ist er denn? Ist er immer noch hier unten? Ja. Ja, also wie ich sagte, die haben das ein bisschen umgestellt, Knöpfe. Also ja. Es ist so, wie ich befürchtet habe. Die Vergangenheit sickert nicht nur auf die Insel. Die Insel sickert auch in die Vergangenheit. Wenn wir dem nicht bald ein Ende gebieten, befürchte ich, dass noch mehr Dorfbewohner betroffen werden. Das werde ich nicht zulassen. Ich auch nicht. Wir müssen Jafars Machenschaften durchkreuzen, bevor die Sache noch schlimmer wird. Ich glaube, ich habe einen geheimen Weg in den Palast gefunden. Folge mir. Ja, da bin ich mal gespannt, wo dein geheimer Weg ist. Das ist sicher diese eine Kiste. Und ich dachte, das wird vielleicht so diese Steinmauer sein. Also nicht Kiste, diese eine Tür da. Aber wie ihr seht, da hinten ist schon was versperrt, ne? Ne? Ne?
Leider hab ich verpeilt, dass sobald ich die Insel der Ewigkeit betrete, dass die Szene getriggert hat. Ich werde mal gucken, ob ich die euch reinschneiden kann. Verflixt, wann ist das passiert? Der geheime Eingang zum Palast ist eine alte Kellertür, die genau hier in der Lagune versteckt ist. Aber jetzt hat dieser Riss der Zeit den Weg versperrt. Vielleicht gibt es einen anderen Weg hinein? Ich fürchte, es gibt keinen. Ich habe bereits versucht, die Teleportation zu erforschen, um dich durch Wände gehen zu lassen, dich als Statue zu verkleiden und dich Jafar als Geschenk anzubieten. Und Jafar hat sich gegen all meine Pläne gerüstet. Es ist schwierig, aber wir werden diesen Riss der Zeit schließen, um voranzukommen. Gut, und wie machen wir das? Ich vermute, dass alle Risse auf der Insel miteinander mit der Magie des Funken verbunden sind. Wenn wir einige der anderen Risse schließen, können wir diesen vielleicht genug schwächen, um ihn zu versiegeln. Wie können wir die Risse schließen? Kann ich meine Sanduhr benutzen? Leider nicht. Wir brauchen dafür eine Art von Magie, etwas, mit dem wir die Macht des Funken selbst nutzen und sie gegen Jafar wenden können. Ich habe etwas recherchiert und es scheint, dass der Schlüssel zur Kraft des Funkens deine Vorstellungskraft ist. Ja, ach nee. Kein Problem, darin bin ich großartig. Ja, aber ich fürchte, selbst für jemanden, der so einfallsreich ist wie du, könnte etwas Hilfe nötig sein. Ich schlage vor, du bittest Oswald um Hilfe. Warum gerade Oswald? Ich habe etwas Zeit damit verbracht, den Kerl zu beobachten. Er ist ziemlich faszinierend. Bevor einer von uns im Dreamlight Valley war, gehörte dieser Ort schon anderen. So wie ich das Tal jetzt um deine Hoffnung, deine Träume und deine Erinnerung herumformt, einmal jemand anderem gehörte. Und Oswald war für diese Person etwas ganz Besonderes. Ich bin sicher, es gibt Geschichten, die du besonders magst, weil sie von einer geliebten Person erzählt wurden. Nun, Oswald ist ein bisschen wie diese Geschichten weitergereicht worden. Und wie hilft uns das jetzt? Oswald ist sicher klug genug, um zu sehen, wie sich das Dreamlight Valley und die Insel verändert haben. Und wenn nicht, kann er dir vielleicht zeigen, wie du dein Einfallsreichtum nutzen kannst. Wie dem auch sei, die Dinge, nun ja, sie scheinen einfach zu funktionieren, wenn Oswald in der Nähe ist, nicht wahr? Okay, ich bitte Oswald um Hilfe. Ja, und beeil dich, Arrhenia. Bitte Oswald um Hilfe, damit du die Risse schließen und uns in den Palast bringen kannst. Oswald! My good boy. Oswald. We have something to do. Oswald, ich habe eine witzige Frage an dich. Mach dir keine Sorgen, ich bin an komische Sachen gewöhnt. Sag mir, was Sache ist, und ich sag dir, was Sache ist. Du hast sicher bemerkt, dass die Dinge auf der Insel schwarz-weiß werden. Auch mein Freund Mickey. Merlin meinte, wir müssen unsere Vorstellungskraft benutzen, um die Zeitrisse zu schließen. Ohoho, da bist du ja beim richtigen Hasen gelandet. Ich habe ein paar eigene Experimente gemacht. Zum Beispiel habe ich ein paar Dinge in diese Zeitrissdinger geworfen, um zu sehen, was passiert. Hast du was herausgefunden? Darauf kannst du wetten. Meistens ist nichts passiert, wenn ich Sachen in die Risse geworfen habe. Aber dann zeichnete ich etwas Lustiges auf eine Serviette und warf sie rein. Danach habe ich nur noch daran gedacht, wie sich der Riss schließt und bumm, er hat sich sofort geschlossen. Das ist es. Wir müssen also nur etwas mit unserer Vorstellungskraft erfinden und es in die Risse werfen? Sieht ganz danach aus. Nur als ich es wieder versucht habe, hat es nicht geklappt. Ich denke, jeder Riss muss durch die Vorstellungskraft einer anderen Person geschlossen werden. Hast du Tipps, wie ich meine Vorstellungskraft einsetzen kann? Auf jeden Fall. Bei der Steigerung deiner Vorstellungskraft geht es darum, das zu nutzen, was du hast, aber auf lustige Art und Weise. Zum Beispiel, wenn du dir Sachen ansiehst und dich fragst, was sie stattdessen sein könnten. Ist ein Hut nur ein Hut? Oder ist er auch ein riesiger... Was, das sieht ein bisschen komisch aus. Warum hat denn der so eine dicke Hüfte auf einmal? Oder ist es auch eine riesige Suppenschüssel, die ganz langsam ausläuft? Vielleicht könntest du versuchen, Rapunzel, Gaston, Yves und den Mickey zu fragen, den du erwähnt hast. Es klingt, als hätte Mickey jede Menge Ärger, also würde er bestimmt gerne helfen. Diese Rapunzel hat wirklich eine große Vorstellungskraft. Gaston, nun, da er sich einbildet, ein toller Kerl zu sein, kann er sich wahrscheinlich so ziemlich alles vorstellen. Und was das klappernde Ding angeht, ich würde gerne herausfinden, ob sie sich etwas ausdenken kann, wenn sie sich anstrengt. Tolle Idee. Ich denke, ich werde mit Mickey, Yves, Gaston und Rapunzel reden. Raps!
Erenja, ich bin so froh, dass du hier bist. Es gibt etwas, das ich dir zeigen muss. Ich war dabei, die Insel zu erkunden, als dieser riesige, zackige Riss direkt vor mir auftauchte. Das ist witzig, ich wollte dich gerade danach fragen. Das sind Zeitrisse und ich brauche deine Hilfe, um sie zu schließen. Du brauchst meine Hilfe? Ich helfe dir gerne, wo ich nur kann. Aber warte mal, wie genau kann ich dir bei diesem speziellen Problem helfen? Nutze deine Vorstellungskraft. Oh, okay, ich nutze sie. Vielleicht könnte ich den Riss mit einer Bratpfanne bearbeiten oder versuchen, ihn mit meinen Haaren zu schließen. Ups, das habe ich nicht gemeint. Ich meinte, dass deine Vorstellungskraft der Schlüssel zum Schließen der Risse ist. Wirklich? Aber wie? Ich denke, es wird schneller gehen, wenn ich es dir zeige. Warum führst du mich nicht zu dem Riss, den du gesehen hast? Ja, natürlich, folge mir. Gerade kann ich nicht. Habe ich nie behauptet, Orsi. Ah, dieser weite Weg. Siehst du das? Es ist so seltsam. Schwarz-Weiß kann wunderbar für Skizzen sein, aber die ganze Insel in Schwarz-Weiß? Es ist, als hätte man eine große weiße Leinwand und nur eine Farbe, die man benutzen kann. Du denkst wirklich wie eine Malerin, was? Ich schätze, das stimmt. Das ist eine ziemlich malerische Art, darüber nachzudenken, oder? Und das gen ist genau das, was wir brauchen, um diesen Riss zu schließen. Deine Kreativität, deine Vorstellungskraft. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das verstehe. Wir müssen gemeinsam etwas schaffen, mit unserer Kreativität, und dann werfen wir es in den Riss. Die Magie des Funken beruht auf Vorstellungskraft. Wenn wir das schaffen, können wir die Macht des Funkens wieder umkehren und den Riss schließen. Oh, okay, ich verstehe. Nur jetzt, wo du mich gebeten hast, mir etwas Kreatives einfallen zu lassen, fällt mir auf einmal nichts mehr ein. Versuche so viel Unsinn zu denken, bis dir was Kreatives einfällt. Unsinn? Unsinn wie zum Beispiel blub, dibbildi, dub, gibbeldi, flipperup, flu? Blub, dingi, ramatam. Oh, es hat geklappt. Ich habe eine Idee. Als Mutter mich in meinen Turm eingesperrt hat, habe ich einmal im Jahr in der Ferne diese Lichter gesehen. Ich würde gerne ein paar schwebende Lichter mit dir herstellen. Das klingt toll. Warum fängst du nicht an, ein paar Entwürfe zu zeichnen, während ich die Sachen besorge, die wir brauchen? Das klingt perfekt. Ich glaube, wir brauchen Tropenholz, Bambus und Seile. Okidoki. Muss ja wohl scheinbar nur noch Seile herstellen, wa? Wie gut, dass hier überall Tropenholz rumliegt. Ich wollte gerade nicht mit dir reden, sorry, Simba. Habe ich denn schon 25? Nein. Wenn ich sonst nichts habe, aber Tropenholz. Ja, warte, Gaston. Erst der eine, dann der andere. Ich habe nicht für alle gleichzeitig Zeit. So, Bambus. Wir brauchen Bambus. So. Brauche ich nämlich nicht so viel alleine von mir. Aus meinem Lager, mein geheiligtes Lager. Bambus. Bambusel, Bambusel.
10 Bambus brauche ich, okay. Ich muss da hinten unbedingt die Blumen wegnehmen. Hier wächst sonst keine einzige Blume mehr. Sieben Bambus. Oh, hallo, du kleines Schwarz-Weiß-Tier. Hier, nimm etwas Bambus. Ich glaube, wir sind jetzt Freunde. Ja, du kleines Chupacabra. Capybara. Und so verdoppelt man seinen Bambus. Und jetzt brauche ich Seil. Oh, du kleines Capybara. Hier, kriegst du auch noch ein bisschen. Oh, hängst du jetzt fest? Nein. Hallo, Mickey! Ja, ich weiß, aber ich habe gerade keine Zeit, Schatz. Ich brauche gerade Seil. Und zwar 3 Stück. So, ich brauche 3 Seile. So, mal wieder Fasern herstellen. Und dann die schwebende Laterne. So. Oh, die sind so schön. Aber es fehlt etwas. Wir könnten etwas Glitzer hinzufügen. Das wäre schön, aber das ist nicht genau das, was ich meinte. Als ich die Lichter am Himmel von meinem Turm aus sah, waren nicht nur die Lichter magisch. Das war auch der Wunsch, an dem ich festgehalten habe. Das ergibt Sinn. Warum sprechen wir nicht mit ein paar anderen Dorfbewohnern, um herauszufinden, was ihre Wünsche sind? Dann können wir ihre Wünsche auf die Laterne schreiben, bevor wir sie in den Riss werfen. Das ist perfekt, Erenia. Wie sollen das alles Platz auf dieser Laterne finden? Mit Mickey? Oh. Oh. Eve, ich habe eine Frage an dich. Was ist dein größter Herzenswunsch? Geht es dabei um Pflanzen oder Wally? Wally, Pflanze, Erde. Oh, stimmt, das sch ich schätze, manchmal ist es wirklich so einfach. Das hier. Oh, ich protze nicht einmal. Gaston, ich habe eine Frage an dich. Ich habe irgendwie Angst, die Antwort zu hören. Was ist dein größter Herzenswunsch? Mein größter Herzenswunsch? So etwas hat mich noch nie jemand gefragt. Mein Herz hat so viele Wünsche. Aber was ist der größte? Es gibt wohl eine Sache, die ich mir am meisten wünsche. Natürlich habe ich schon so viele Geschenke erhalten. Ich bin gut aussehend, stark, mutig. Vergiss die Bescheidenheit nicht. Ah, natürlich, bescheiden. Die einen fürchten mich, die anderen verehren mich. Aber es gibt eine Person, deren Bewunderung mir fehlt. Eine gewisse brünette Schönheit, die viel zu viel Zeit damit verbringt, zu lesen und Ideen in ihrem Kopf zu entwickeln. Verstehst du mich, Erenia? Ich wünschte, Belle könnte mich sehen, wie ich wirklich bin. Das ist erstaunlich tiefgründig von dir, Gaston. Ah, ich weiß. Fast hätte ich Gefühle ausgedrückt. Nein, ich muss mit einem Bären ringen oder gegen Banditen kämpfen, um diese seltsamen Gefühle zu vertreiben. Mach das. Ich in der Zwischenzeit muss Rapunzel helfen. Ich bin so froh, dich zu sehen. Hast du schon herausgefunden, was mit mir los ist? Ich bin schon dran. Ich brauche nur eine Sache von dir. Ja, natürlich. Sag einfach was. Was ist dein größter Herzenswunsch? Wow, du stellst ein paar interessante Fragen, Erenia. Aber wenn es hilft, erzähle ich es dir.
Ich glaube, mein größter Wunsch ist es einfach, dass meine Freunde und ich glücklich zusammen sind. Das Leben macht am meisten Spaß, wenn du es wie ein großes Picknick mit deinen Freunden genießt, findest du nicht? Stimmt. Ich hoffe, das ist hilfreich. Das war sehr hilfreich. Jetzt nur noch Ossi finden. Oswald. Wo kullert denn der Hase schon wieder rum? Oswald? Oh, da ist er. Noch nicht, Miggy. Ich bin gleich für dich da. Erstmal muss Ossi her. Hey, Oswald, ich habe mich gefragt, was ist dein größter Herzenswunsch? Du hast die seltsamsten Fragen. Aber mal nachdenken. Weißt du was? All meine Wünsche haben eine lustige Art, in Erfüllung zu gehen. Ich schätze, ich habe einfach viel Glück. Guckt mal, jetzt hat er nicht mehr so einen ausschweifenden Seitenteil. Kleiner Bug, ha? Ernsthaft, das ist also keine großen unerfüll du hast also keine großen unerfüllten Wünsche? Nein, ich denke, ich bin eher ein Typ, der in den Tag hineinhüpft und sieht, wohin er mich führt. Das ergibt Sinn. Danke, Oswald. Oh, kehre zu Rapunzel zurück. Hast du die Wünsche der Dorfbewohner? Naja, Oswalds nicht. Er scheint sich einfach zu sehr daran gewöhnt zu haben, dass alle seine Wünsche in Erfüllung gehen. Aber ich habe die Wünsche der anderen erfahren. Toll, ich schreibe sie einfach auf die Laterne. Jetzt folge mir. Werfen wir sie in den Riss. Jo, tun wir das. Ich bin einfach mittlerweile zu faul geworden zu laufen, seit es dieses Gleiten gibt. Jetzt müssen wir auf Raps warten. Aber da ist er ja schon. Also, los geht's. Es ist ein bisschen so, als ob man eine Eichel in einen Kochtopf wirft, oder? Das ist ein Spiel, das ich mit meinem Freund Pascal gespielt habe. Hast du das gesehen, Herenia? Der Riss ist kleiner geworden und verschwunden. Danke für deine Hilfe, Rapunzel. Ohne dich hätte ich mir das nicht vorstellen können. Oh, vorstellen. Ich verstehe. So, mal sehen, wer mir als nächstes über den Weg hüpft. Dessen Aufgabe wird erfüllt. Selbst wenn es ein Gaston ist. Verzweifeltes digitales Piepsen. Aufgabe. Wally. Geht's dir gut, Eve? Ich brauche deine Hilfe, aber wenn etwas nicht stimmt, warum bringen wir das nicht zuerst in Ordnung? Aufgabe! Du zeigst auf die uralten Ruinen an den Docks. Willst du, dass ich dich dort treffe, Eve? Ist es das, was du mir sagen willst? Bestätigendes digitales Piepsen. Gut, okay, Eve. Ich treffe dich dort. So, Innenhof. Hier? Nee. Hä? Hey, wo willst du mich treffen? Ich bin verwirrt, Eve. Ich bin verwirrt. Aber ich glaube, sie meinen da hinten die uralten Ruinen. Hier da. Ich bin mir nur gerade nicht sicher.
Erfolge Eve zum Zeitriss, okay. Oh. Oh, das wolltest du mir also zeigen. Ja, das ist wirklich ein Zeitriss. Ich brauche deine Hilfe, um ihn zu schließen, Eve. Kannst du deine Vorstellungskraft benutzen? Du hast keine große Vorstellungskraft, Was wäre, wenn wir um Hilfe bitten würden? Wally scheint eine große Vorstellungskraft zu haben. Wally! Okay, sprich mit Wally. Wäre ich doch fast runtergestürzt. Falsche Richtung. Wally! Oh, sag mal, Wally, Eve und ich brauchen etwas Hilfe. Wir müssen etwas mit unserer Vorstellungskraft erschaffen. Aber Eve ist nicht sehr einfallsreich. Oh! Was ist das? Ein alter Filmprojektor? Das ist eine tolle Idee, Wally. Wir könnten einen Film machen. Ich gehe zurück zu Eve und frage sie, was sie für einen Film machen will. Wuhu! Siehst du das, Eve? Oh, Wally hatte eine tolle Idee. Wir könnten einen Film machen. Ich kann ein paar Fotos von dir und Wally auf der Insel machen und um damit eine Filmrolle zu erstellen. Dann können wir ihn gemeinsam anschauen. Juhu! Wer sagt, dass Roboter ihre Vorstellungskraft nicht nutzen können? Okay, bringe Filmprojektor zu Eve. Das haben wir ja gemacht. Im Inneren der uralten Ruinen. Okay. Wie gut, dass wir alles so aufeinander liegen haben. Ach, ich reiche das auch mal gleich ein. Ich sehe aus wie eine Prinzessin mit dem Hut. Ich erhoffe mir nicht. Warte mal, gab es jetzt mehr Posen? Oh, tatsächlich. Es gibt mehr Posen. Cool. Das ist cool. Oder meinen die das mit dem Inneren? Weil es hat er ja jetzt irgendwie nicht gecountet. Oh, von Eve und Wally. Okay. Ja, aber wenn ich die nicht mitnehmen kann, kann ich jetzt beide mitnehmen? Mal gucken. Lass uns abhängen. Lass uns abhängen. Also ich kann nicht beide mitnehmen. Wally? Ach. So, das hat schon mal geklappt. In Wallys Haus. Ist da jetzt auch. Da ist jetzt auch Eve drin, okay.
So. Ist das jetzt, ich musste immer nur Wally mitschleppen? Das heißt, ich muss nur suchen, wo Eve hier drinnen in der Ruine ist. Aber da, ja, okay. Ich hätte keinen von beiden mitschleppen müssen. Ah. mechanische Teile, okay. Das ist der einzige Ort, wo es diesen Zwischenschritt gibt. Das ist jetzt Plastikschrott. Ich glaube, das meinen die mit Kunststoffresten. Nein, gerade nicht. Remy. Gerade nicht, mein Lieber. So, mechanische Teile, ich brauche Messingbahn, okay. Stelle eine Filmrolle an der Werkbank her. Gib Eve die Filmrolle. Geben. Okay, Eve, jetzt musst du nur noch den Projektor und die Filmrolle in den Riss werfen. Aufgabe. Los geht's. Ich denke mal, das wird jetzt auch die letzte Handlung für diese Folge sein. Und in der nächsten werden wir uns Gastons und Mickeys Aufgaben reinziehen. Ja. Und dann sind wir eigentlich, denke ich mal, fast schon durch. Werf den Projektor in den Zeitriss. Ha! Hast du das gesehen, Eve? Es hat geklappt. Der Zeitriss hat sich geschlossen. Du hast wirklich eine tolle Vorstellungskraft. Juhu! Oh. Sehr schön. So. Und wie gesagt, beim nächsten Mal werden wir mit Gaston und Mickey die Aufgaben machen. Und ja, dann sind wir fast, denke ich mal, mit dem DLC am Ende. Ich bin gespannt. Es war dann ein recht kurzes DLC, will ich sagen. Ja, aber es war ein schönes. Aber das sehen wir beim nächsten Mal, ob es wirklich so ist oder ob es nicht noch eine dritte Folge gibt. Und wir haben ja im Endeffekt dann immer noch genug zu tun in unserer Season 2. Wir haben noch ein paar Charaktere aus Türen zu holen. Wir haben Tiana ins Dorf zu holen und da haben wir noch einiges zu tun. In diesem Sinne, ihr Lieben, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.